Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Gartenbrause-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Gartenbrause-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Xose Water Jet. Mit knapp 143 Gramm ist die Xose Water Jet das Leichtgewicht unter den bewerteten Gegenständen und ist deshalb auch zusätzlich extrem ideal für kleine Hände. Das Geheimnis ihres reduzierten Gewichts ist ihr Kunststoffgebäude. Die Verwaltung ist ergonomisch geformt und hat Lamellen. Der Auslöser ist jedoch nicht vorne wie ein Handfeuerwaffenriff, wird aber mit dem Handball bedient. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Nutzung der Nutzung kümmert. Gleiches gilt für die Verriegelung mit einer Stahllöse über der Leitung. Sie brauchen beide Hände dafür, aber der Mechanismus ist immer noch sehr funktional. Das Modell besitzt 8 verschiedene Sprühmodi. So können Sie empfindliche Pflanzen, Beete und sogar Gras gut wässern. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Kärcher 049. Ob zarte Pflanzen, Jungpflanzen, Büsche, Rasenflächen und sogar unreine Fahrräder und auch Gartenmöbel, die Kosts Multidusche aus Gröden kann alles. Obwohl sein Duschkopf ziemlich groß ist, sowie Stahl zusammen mit Kunststoff verwendet wurde, ist dieses Modell relativ leicht. Die Sprühmuster können Sie schnell nachjustieren. Das gleiche gilt für den Wasserfluss. Der Duschkopf kann vollständig gereinigt werden. Sie können das Rohrzubehör verdrehen, um den eingesetzten Filter für die Reinigung loszuwerden. Der Kunststoffring am Duschkopf kann ebenfalls zur Pflege eliminiert werden. Seien Sie jedoch vorsichtig. Wenn die Dusche fällt Ihrer Hand, kann es brechen. Im Konzept. Aber, dies setzt auf alle Gartenduschen mit einem hohen Anteil an Kunststoff. Auf Platz 3 haben wir die Sanifree 470.010.095. In einer frischen Grünfarbe mit großer Handwerkskunst und einem Duschkopfschriftzug für die Sprühmerkmale auf Deutsch. Genauso kommt die Sanifree 470.010.095 Gartenhanddusche vor. Es liegt bequem in der Hand und hat auch einen ergonomischen Griff. Sie können die Dusche ganz einfach an den Rohrsystemen anbringen, die typischerweise im Einzelhandel verwendet werden. Und vor allem es ist eng. Der nützliche Punkt ist, dass Sie schnell den Rohranschluss für die Reinigung loswerden können. Die Barfunktion sollte Ihre eigene sein, sowie Verriegelung durch die Stahllöse über den Dial mit. Das Rad zum Wechsel der Wasserstrahlausdauer befindet sich ebenfalls über der Leitung. Die Sanifree überzeugte uns mit ihrer Gebrauchskomfort positiv verblüfft. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Multishore 9. Die Multibrause 9 ist von GEKA ermöglicht eine ganz andere Art von Verfahren. Innovation erfüllt Funktion. Hier wird wieder einmal deutlich, wie die gleichen praktischen Möglichkeiten praktisch umgesetzt werden können. Mit seinem hochmodernen Handfeuerwaffenriff erfolgt die Bewässerung durch Drücken des Auslösers. Ein zweiter, kleinerer Auslöser hilft, die zahlreichen Grade für den Wasserfluss auf Verriegelung einzustellen. Dies garantiert eine langfristige Bewässerung. Die Hofdusche liegt bequem in der Hand, ist aber etwas schwerer als der Metabor GB7. Das kostet Sie die entscheidenden Punkte im Titelrennen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Metabor GABÖTE 7. Die GB7 Hofdusche ist optimal für alle Hof- und Balkonbesitzer, die versuchen, einen vertrauenswürdigen Begleiter für den Inhaus- und Gartenarbeit zu finden. Der Prüfungssieger liegt sehr angenehm in der Hand, auch mit kleineren Händen. Die Verarbeitung von Stahl, Kunststoff und Messing zieht uns an. Der ergonomisch geformte Griff ist auch mit Kunststofflamellen versehen. Dies ermöglicht Ihnen einen angenehmen Betrieb. Mit wenig Initiative können Sie den Auslöser drücken und auch sperren. Die 7 verschiedenen Sprühfunktionen ermöglichen es Ihnen, einzeln von einem harten Komplettstrahl zu einem großen Sprühnebel zu wässern. Verwandeln Sie den Duschkopf, um den Wasserstrahl nachzujustieren. Ein Klick sagt Ihnen, dass die Dusche tatsächlich eingeschaltet hat. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.